Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Marktanalysen nach der Location Point Methode. Und ich freue mich, dass wir auch heute wieder mit Gilbert Kreuzthaler zusammen das Webinar veranstalten und der uns hier heute Abend zur Verfügung steht und natürlich auch seine Methode nochmal vorstellen bzw. auch zeigen möchte und wird. Und ich freue mich natürlich auch, dass Sie heute live dabei sind bei dem schönen Wetter draußen, zumindest hier in Deutschland und hier in Ratingen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns direkt mal den Risikohinweis an, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, auch wenn Herr Gilbert vielleicht das eine oder andere Setup heute zeigt. Sehr gut, dann, lieber Gilbert, kriegst du jetzt den Bildschirm von mir. Ich bin im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte, und wünsche viel Erfolg und viel. Ja, wünsche allseits einen schönen guten Abend. Nelson, vielen Dank für die Anmoderation. Mein Name ist Gilbert Kreuzthaler, CEO von Agena Trader und Traders Yard. Ja, ist wieder mal soweit, dass wir uns heute wieder um das Thema Location Points kümmern. Ich wollte nur mal kurz fragen, ob man mich hören kann, ob man mich sehen kann oder zumindest den... Die Plattform ist zu sehen und du bist gut zu hören. Ja, gut, okay, ja, fein. So, jetzt fangen wir gleich mal an mit ein paar Dingen. Ich habe es ja also mit ein paar Analysen. Was ich heute wieder vorhabe, ist das, dass wir einerseits ein paar Indizes uns durchschauen. Wie steht der DAX? Wie schaut der S&P 500 aus? Wie schaut der Nasdaq aus, der Eurostoxx, wenn wir kurz reinschauen, auch Gold und Silber, Öl mal kurz durchschauen in diese Richtung. Und dann habe ich hier schon auch eine Liste auch vorbereitet, oder besser gesagt, der TraderSert X hat mir das vorbereitet mit dem Location Point Package, eine Anzahl von verschiedensten Werten, die man sich anschauen kann. Das ist ja der große Vorteil mit unseren Plattformen. Die können ja eine große Anzahl von Werten durchscannen in Realtime. Man bekommt hier Signale, man muss jetzt nicht hier hunderte und tausende Werte durchschauen, dass man irgendwo ein gutes Setup bekommt, sondern man kann sich hier wirklich aufgrund der Scanners dann sich die einzelnen Werte anschauen. Dazu komme ich dann später noch, wie das ein bisschen funktioniert. Die Location Point Methode ist eine Sache, die werde ich Ihnen dann, das werden Sie auch dann mehr oder weniger verstehen, auch wie ich Ihnen dann die verschiedenen Werte versucht zu erklären. Da gebe ich Ihnen ein bisschen Hintergrundinformation dazu, wieso ein Wert jetzt in Play ist oder nicht oder ein Signal bekommt oder kein Signal bekommt. Ein bisschen auch die Marktsituation drumherum zu erklären. Aber Sie sehen mal grundsätzlich nur kurz zur Vorstellung, dass hier im Location Point die Marktanalyse nach der Location Point Methode hier ganz einfach nach Linien basiert. Und zwar ist immer wie reagiert der Markt auf bestimmte Linien, nicht wie kreuzt ein SMA den anderen. Solche Situationen wie hier sind, die sind völlig egal. Für mich ist es wichtig, und zwar aufgrund des SMA 200, des EMA 130, das ist die blaue Linie, der SMA 20 beziehungsweise der SMA 8, der SMA 20 grün, der SMA 8 ist rot beziehungsweise die äußeren Bollinger Bänder. Und dort geht man mit der Location Point Methode genau dorthin, dass man sich vielleicht genau solche Situationen hier anschaut, wo der Markt sich in die Höhe begibt. Grundsätzlich hier an zum Beispiel am SMA 20 hier eine Reaktion zeigt, hier rauszieht, dann zurückkorrigiert auf den SMA 20 und dann wieder vom SMA 20 hier weiterzieht. Das heißt, es ist hier, das kann man relativ gut beobachten, mit der Location Point Methode, dass ganz einfach an bestimmten Linien, an gleitenden Durchschnitten Marktreaktionen stattfinden.
Und wenn man sich das ganze Bild dann anschaut, der unterschiedlichen Zeiteinheiten, man sich hier ein relativ gutes Bild machen kann, wo der Markt gerade steht, welches Potenzial er hat, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das heißt, das hier werde ich Ihnen erklären. Ich kann jetzt natürlich nicht in alle Details des Location Point Analyse eingehen. Was aber ganz wichtig ist, und das sieht man auch hier, Moment mal, ich muss mal das Bett hier wegziehen, so, dass man immer mehrere Zeiteinheiten miteinander vergleicht. Das heißt, dass es eine Zeiteinheit gibt, in der man sich die Signale sucht, aber sich in den übergeordneten Zeiteinheiten, wie zum Beispiel hier, sucht man sich Signale auf Tagesbasis. Wir sind hier im Silber. Wir haben hier auch letzten Donnerstag war das, ein Signal auch bekommen. Dazu gehe ich dann gleich auch ein, werde es kurz erklären. Aber wichtig ist immer, dass man sich die Gesamtsituation anschaut. Wie schaut das übergeordnete Chart, die Woche, aber auch das Monat an. Ein großer Fehler, der im Trading immer gemacht wird, ist das, dass man hier sich eine Zeiteinheit anschaut und das kann hier natürlich ein bestimmtes Aussehen haben. In dem Fall schaut es aus, dass der Markt nach oben geht. Das kann aber sein, wenn man sich das jetzt in der großen Zeiteinheit anschaut, dass man hier eigentlich nicht wirklich den aufstrebenden Markt vor sich hat, sondern hier nur eine kurze Zeit, wo der Markt das Potenzial hat, nach oben zu gehen, in die Long-Richtung zu gehen, aber man grundsätzlich sich hier eigentlich bis vor einiger Zeit in einem fallenden Markt befunden hat. Dieses Bild, das verliert man sehr leicht, wenn man sich nur auf eine Zeiteinheit konzentriert, und deswegen ist es immer sehr wichtig, sich auch auf die übergeordneten Zeiteinheiten auch zu konzentrieren. Was ich auch jedes Mal mache, ist natürlich, ich erkläre auch, diesen Indikator, das ist der Climatic Distance Indikator, der eigentlich sehr wertvoll ist, wo man sieht, ob ein Markt jetzt überhitzt ist, ob er climatic ist oder ob er sich im Normalbereich befindet. Wenn man sich dann mal kurz aufklappt, diesen Climatic Distance Indikator, so sieht man, der hat hier eine weiße Linie. Die weiße Linie ist, was man hier als grüne Linie sieht, nur normalisiert, das heißt flach gehalten. Das heißt, hier sieht man, die weiße Linie ist der SMA 20 und hier sieht man, wie weit der Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt vom SMA 20 sich entfernt hat. Die Theorie und die Praxis zeigt es auch, ist immer wieder, dass wenn ein Markt in überhitzte Phasen kommt, dass er dann wieder die Tendenz hat, auf jeden Fall auf den SMA 20 zurückzukehren, um dann wieder in diese Richtung weiterzugehen. Oder auch vielleicht in die andere Richtung zu gehen. Aber auf jeden Fall sieht man hier, dass sich der Markt genau zu diesem Zeitpunkt hier extrem weit entfernt hat vom SMA 20, wenn man sich das hier anschaut, und er dadurch hier überhitzt ist und dann aber auch die Location Point Methode auch davon ausgeht, dass der Markt sich eigentlich um den SMA 20 pendelt und wenn er zu weit davon entfernt ist, zumindest das Potenzial hat, wieder zurückzugehen an den SMA 20, jetzt nicht unbedingt scharf vielleicht, wie hier in dem Fall, sondern auch sich einmal seitlich anzunähern. Und das hier zeigt dieser Climatic Distance Indikator sehr gut an, dass man sieht, okay, man ist zum Beispiel in dieser Phase jetzt relativ weit vom SMA 20 entfernt. Das Potenzial hier in dieser Phase eine Korrektur zu bekommen ist sehr hoch. Heißt aber nur Korrektur, das sieht man, der Markt geht hier zurück in dem Fall und man findet sich hier wieder in dem Bereich, wo dann der Markt wirklich auch wieder losziehen kann. Also das ist eine gute Ergänzung zum ganzen Location Point Trading. Diesen Indikator habe ich selbst entwickelt. Vielleicht dazu zu sagen, Location Point Trading ist keine Erfindung von mir, sondern ist eine Beobachtung, wie sich der Markt einfach an bestimmten Situationen, in bestimmten Linien eigentlich verhält. Ich habe diese Art des Tradings in dem Prop Room mehr oder weniger in bestimmten Anfangs- oder in bestimmten, wie soll ich sagen,
Details eigentlich gelernt oder eigentlich haben wir nach dieser Methode in einem Prop-Room gehandelt schon vor langer Zeit und ich habe einfach diese Beobachtung, die ich gemacht habe, auch über Traders.at, Agena Trader, hier auch dann verfeinert, habe mir das genauer angeschaut, habe wirklich herausgefunden, was hier notwendig ist. Okay, aber das nur kurz zur Einleitung. Ich werde natürlich auf die einzelnen Signale eingehen oder beziehungsweise fange jetzt mal an, Märkte kurz zu erklären, wo wir stehen, wie ich das aus Sicht der Location Point Methode analysiere. Ich sehe hier schon Fragen. Ich werde natürlich auf die Fragen dann eingehen oder werde dich gleich mit beantworten. Okay, schauen wir uns mal die Futures an. Gehen wir mal auf den ES. Hier haben wir kein Signal, aber ich erkläre, wie man sieht, wo man ungefähr steht in diesem Markt. Schaut man sich das an, sehen wir hier eine Situation, mit der man eigentlich nicht wirklich weiß, wie man umgehen sollte, hier sich ein Bild zu machen aufgrund dieses Charts, auch wenn man es jetzt vergrößert, ist ein bisschen schwer. Wir haben zum Beispiel jetzt hier mal ein Short-Signal bekommen, einen Stairway, einen sogenannten. Dieser Stairway ist hier kurz in diese Richtung gegangen, der Markt hat sich wiederholt, fängt wieder an zu steigen. Ist aber wichtig, und zwar, was ich immer mache, wenn wir natürlich sind mindestens drei übergeordnete Zeiteinheiten immer mit im Spiel, die ich mir anschaue. Das heißt, wenn ich mir den Tag anschaue, dann schaue ich auf jeden Fall mir das Monat an, schaue mir danach die Woche an und schaue mir danach den Tag an. Darunter gibt es auch die 4 Stunden. Das heißt, das Location Point System funktioniert in den folgenden Zeiteinheiten. Das heißt, fangen wir von oben an, im Monat, in der Woche, im Tag, dann auf 4 Stunden und zwar auf 4 Stunden nur in den 24-Stunden-Märkten, das heißt in den Forex-Märkten beziehungsweise hier im ES, im S&P Futures, also diese Werte, die 24 Stunden gehandelt werden, dort ist auch das 4-Stunden-Signal relevant, das heißt, wenn ich 4-Stunden-Chart handle, kann ich mich auch nach den Location Points orientieren. Weiter runter dann die Stunde, die halbe Stunde, die 15 Minuten, die 5 Minuten und 1 Minute. Also das heißt, in diesen Zeiteinheiten funktioniert das Location Point System. Und das auch wenn man jetzt mal sich mal auf die Uhr schaut, dann sieht man, das sind auch die Hauptskalierungen auf einer Uhr. Das heißt, dass die Märkte reagieren noch auf natürlich aus früheren Zeiten wahrscheinlich heraus auf diese Hauptskalierungen, die man auch auf der Uhr hat. Auf der Uhr gibt es keine 10 Minuten, da gibt es 2 mal 5 Minuten. Und deswegen sind 10 Minuten hier nicht relevant, sondern es ist auf der Uhr sind die 1 Minuten und die 5 Minuten und die 15 Minuten ist auch halbe Stunde, Stunde, 4 Stunden, Tag, Woche, Monat. Das sind die Zeiteinheiten, in denen das Ganze hier funktioniert. Okay. Aber schauen wir uns mal an, wir haben uns den ES auch zuletzt auch schon angeschaut und sehen hier, wie sich der Markt hier entwickelt hat. Wie gesagt, das hier Umkehrstab, das heißt, das ist ein sogenanntes Stairway-Pattern, das hier mehr oder weniger am äußeren Bollinger Band getriggert worden ist. Das ist ein Umkehrstab am äußeren Bollinger Band und der Markt zieht hier in die Long-Richtung, geht herunter. Hier äußeres Bollinger Band, wieder zwar wirklich kein sauberes Signal, aber man sieht schon hier, der Markt hat hier am äußeren Bollinger Band reagiert. Ist aufgegangen, das war jetzt der Corona Crash, runter bis zu 130er, EMA 130 ist dann losgezogen. Seitdem, bis wir am Hoch waren, gab es hier eine Korrektur und man sieht wieder hier am äußeren Bollinger Band und wir sind hier im Monat. Sieht man hier ein sogenanntes Stairway Pattern. Ein Stairway Pattern ist immer eine Umkehr bestehend aus 1, 2 oder 3 Kerzen, die am äußeren Bollinger Band in die Long-Richtung oder in die Short-Richtung zeigen. Das heißt, ein Umkehrstab auch in die Short-Richtung kann natürlich auch ein Stairway Pattern sein. Das ist hier eine Umkehr am äußeren Bollinger Band aus 2 Kerzen, das heißt eine fallende Kerze, eine steigende Kerze.
ist ein, wenn man die übereinander legt, diese beiden Kerzen, hat man ungefähr einen Umkehrstab in die Long-Richtung. So, was ist jetzt passiert? Der Markt hat hier im Oktober 2022 gedreht, ist aufgegangen, ist hier in monatelang in die Seite gegangen, hat hier zwischen dem SMA 20 gependelt, mehr oder weniger, hat hier einen mit dieser Kerze den Trigger bekommen, hat hier eine Zeit benötigt im letzten Monat, um hier den SMA 20 auch zu knacken und ist jetzt in diesem Monat durch den SMA 20 durchgebrochen. Das heißt, sobald ein Wert über dem SMA 20 kommt, hat er natürlich eine höhere Chance, in die Long-Richtung zu gehen. Das heißt, jetzt hier sieht man mal, dass grundsätzlich auch unterstützt aus dieser Monatsformation im Oktober letzten Jahres, der Markt doch ein Potenzial hat, in die Long-Richtung zu gehen. Noch dazu, diese Sterbe-Patterns, die sind eigentlich, je höher die Zeiteinheit wird, umso verlässlicher. Sie kommen nicht häufig, aber sie kommen doch vor. Und daraus kann man sich natürlich immer ableiten, dass so etwas natürlich auch eine Unterstützung ist, weil der Markt hat hier gedreht, der Markt ist hier abverkauft worden bis zu einer bestimmten Marke und er hat dann aber mit einer starken Kerze zurückgedreht, wie gesagt auf Monatsbasis. Und hat mehr oder weniger bis hier bekommen, bis zum SMA 20, hat hier sich in die Seite gekämpft und hat jetzt doch dadurch, dass der SMA 20 gebrochen ist, das Potenzial in diese Richtung weiterzugehen. So, okay. Das mal zu dem. Jetzt sehen wir uns die Woche an. Die Woche zeigt uns das Bild auch, dass man nicht wirklich ein saures Bild hier hat, aber man sieht hier den SMA 200, wo der Markt hier runtergekommen ist, hier eigentlich sein Ende gefunden hat, die Abwärtsbewegung und hier am SMA 200 auch gedreht hat. Zwar kein sauberes Signal, aber man sieht hier an dieser Linie ist der Markt wieder in die Long-Richtung hat er gedreht. Der SMA 200 wird sehr oft angetriggert. Das ist eine bekannte Marke und die funktioniert, wie man sieht, auch in diesen Zeiteinheiten so gut. Der Markt ist hier dann rauf, kommt runter, geht wieder über den SMA 20 zurück, kommt wieder runter. Hier sehen wir grundsätzlich ist da, Moment, so. Sind wir hier am EMA 130, zwar nicht ganz genau, aber um diese Marke dreht auch der Markt wieder und er geht in die Long-Richtung weiter. Und seitdem sehen wir eigentlich relativ viele Kerzen mit langen Bottom-Tails. Das heißt hier, der Markt geht drauf, korrigiert wieder ungefähr auf den SMA 20 beziehungsweise hier um den SMA 8 herum und hat hier wiederum eine, zwei, drei Kerzen gebildet, die eigentlich Bottom-Tails haben. Das heißt, Umkehrkerzen sind in diese Richtung. Und das zeigt natürlich das Potenzial, dass der Markt hier abverkauft wird, aber wieder in sich zurückgekauft worden ist. Wieder abverkauft, wieder in sich zurückgekauft. Hier wiederum abverkauft, in sich zurückgekauft. Und das heißt, hier hat der Markt natürlich die Chance, und das darf man auch, muss man hier auch sehen, dass man hier auch in einer Widerstandszone ist, aus dieser Historie heraus, wo natürlich der Markt auch kämpft, aber das ist nicht ganz wichtig, sondern für mich ist es hier wichtig, diese Kerze, die ich mir anschaue, wo ich sage, der Markt bildet hier die Möglichkeit aus, in die Long-Richtung zu gehen und eventuell hier nach oben in diese Richtung weiterzugehen. Das heißt, im Moment das Bild für mich eher Long am S&P 500. Hier im Tageschart kann man nicht wirklich, im Moment hat man jetzt nicht hier wirklich ein Einstiegssignal bekommen. Man sieht nur eines, dass der Markt, und zwar das ist das Spannende, hier der Markt ist raufgegangen, ist runter, ist rauf, ist wieder runter, ist rauf, hat sich hier um den SMA 20 mehr oder weniger die Seite gependelt, ist hier raufgegangen, runter und wir sehen hier eine Umkehrkerze. Und das ist eigentlich ein sogenanntes Trampolin-Pattern, wo man sagt, der Markt hüpft so um den SMA 20 herum,
geht dann weit weg, korrigiert zurück und hat hier dann mehr oder weniger zwei Kerzen mit langen Bottomtails gebildet. Das heißt, das ist eigentlich ein frühes Zeichen, dass der Markt hier ausbrechen könnte. Und diesen Ausbruch oder diese Bewegung, den Schub in die Long-Richtung, hat dann mehr oder weniger die Kerze von 2 Wochen gebildet, mehr oder weniger. Natürlich, jetzt kommt es zu einer Korrektur, aber wenn der Markt hier zu diesem Zeitpunkt eine Umkehrkerze bildet am SMA 8 oder weiter runter am SMA 20, vielleicht hier, Moment, da sind wir da, so, hier, dann hat der Markt eine Chance, dass er jetzt hier wirklich in diese Richtung dann weiterziehen kann. Das heißt, das bildet sich jetzt natürlich aus. Im Moment soll man nicht irgendwo in diese Richtung denken, sondern dass hier auf eine Korrektur warten, bis sich eine Umkehrformation in entweder ein oder zwei Kerzen hier ausbildet. Und wenn das der Fall ist, dann kann man hier mehr oder weniger in die Long-Richtung einsteigen. Das heißt, der ES ist eigentlich auf einer S&P 500 auf einer Warteposition. Schauen wir uns nochmal die Woche an. So, und zeigt auch jetzt hier diese Kerze mehr oder weniger, die letzte Wochenkerze, dass der Markt eigentlich hier doch ein Potenzial hat, in diese Richtung rauszugehen. Das heißt, die Aktienmärkte sind jetzt, obwohl alles mögliche Finanzprobleme, Finanzkrise, keine Ahnung, was hier immer auch ist, USA in Schuldenobergrenze und so weiter, Krieg und, sind eigentlich die Aktienmärkte im Moment, wie es ausschaut, nicht unbedingt davon betroffen, sondern Liquidität fließt immer noch rein und es wird eigentlich relativ in die Long-Richtung gearbeitet. Das ist mal der S&P 500. Schauen wir uns dazu dann den DAX an. DAX macht natürlich ein ähnliches Bild. Schauen wir uns das Monat an. Im Climatic Distance Indikator sieht man, dass wir hier in dieser Phase sehr überhitzt waren und der Markt hier zurückgegangen ist, hier dann gedreht hat. Man sieht hier diese Reaktion dieser Kerze am äußeren Bollinger Band, hat nicht gehalten, muss auch nicht immer halten, hat sich aber dann doch hier gefangen und zieht wieder los. Man sieht auch hier, dass wir auch hier in einer Phase waren, wo der Markt überhitzt war in die Short-Richtung eigentlich und natürlich dann wieder das Potenzial da ist, dass der Markt hier dreht. Man sieht hier diese rote Kerze am SMA 20, ist ignoriert worden und ist hier durchgegangen. Jetzt befinden wir uns hier auch in der Widerstandszone von hier, vom November, Dezember letzten Jahres ungefähr. Und diese Kerze kann natürlich auch aus dem heraus resultieren. Wir kommen hier aber auch langsam in eine überhitzte Climatic-Phase. Das heißt, es könnte in der nächsten Zeit auf Monatsbasis doch eine Korrektur des DAX auch geben in eine bestimmte Richtung, vielleicht zurück bis 15.000, bis 15.200 könnte hier eine Korrektur kommen. Danach gibt es wieder, kann wieder Unterstützung aus dem SMA 8 hier kommen, der dann den Markt hier, wenn sich hier in dieser Gegend hier eine Monatsumkehrkerze bildet, hat der Markt wirklich große Chancen, der DAX hier in diese Richtung loszugehen. Auf Tagesbasis haben wir jetzt im Moment ein Bild, wo der Markt zurückgekommen ist, am äußeren Bollinger Band gedreht hat, hier eine starke Umkehrkerze gebildet hat. Man sieht hier aber auch, wir haben hier eine Umkehr in die Short-Richtung. Das heißt, wir haben hier diese Kerze, zeigt eher in die Short-Richtung und das deutet auch darauf hin, dass es hier doch in eine Korrektur gehen könnte des DAX. Wie gesagt, zurück bis auf die 15.500, irgendwo in diese Richtung, 15, vielleicht hier zurück zum SMA 20. Schauen wir es uns mal an, wo der genau liegt auf Wochenbasis. SMA 20, der kommt irgendwo in der Gegend her. Das ist genau diese Linie aus der Woche.
wo wieder Unterstützung kommen könnte, wie zum Beispiel auch hier, dass der Markt dann in diese, in die Long-Richtung weitergeht. Aber wir haben hier ein Potenzial, und zwar zurück zum SMA 20. Das Coole natürlich an dem Location Point Paket ist, dass es sich diese Linien aus den übergeordneten Zeiteinheiten in die unteren visualisieren können und hier natürlich relativ gut sehen, wo der Markt Potenzial hat, wohin zu gehen. Und es wird wahrscheinlich hier irgendwo in dieser Richtung wieder eine Umkehr geben. Wie stark die wird, sei dahingestellt. Grundsätzlich zeigt das Bild heute eher eine Tendenz, mal in den nächsten Tagen in die Short-Richtung zu gehen. Was auch mit der Monatskerze, der Monat ist ja fast vorbei, jetzt doch ein bisschen angedeutet wird. Aber nicht wirklich scharf, es ist keine scharfe Umkehrkerze, sondern ist eigentlich eine relativ schwache. Das heißt, irgendwo kommt eine Korrektur und die könnte sich mal in diese Richtung irgendwo auswirken, wie ich vorhin gemeint habe. Ja. So. Schauen wir mal das zu, das Location Point Bet. Und schauen wir uns auch noch den Eurostoxx kurz an, der auch ein ähnliches Zeichen gibt auf Monatsbasis. Wie gesagt, hier ein Stairway-Signal, das hat nicht hundertprozentig funktioniert oder hat nicht funktioniert. Es kommt natürlich immer darauf an, wie es gesehen wird. Aber auch zum Einstieg, dann gebe ich auch noch einmal, werde ich mir auch noch mal kurz dann dazu äußern, wie man eigentlich ein Setup aufsetzt, um dann wirklich auf ein Signal einzusteigen. Aber grundsätzlich dieses hier hat hier mal nicht sofort funktioniert. Das heißt, der Markt ist heruntergekommen. Wir sehen hier, der EMA 130 Punktlandung ist zurück hier auf den SMA 20. Kommt zurück. Wir haben hier am äußeren Bollinger Band EMA 130 wieder eine Reaktion. Der Markt geht zurück auf dem SMA 8, kommt hier runter. Wir haben hier eine Punktlandung am SMA 200 und der Markt zieht hier los. Bis zum SMA 8 zieht hier weiter los. Durchgegangen durch den SMA 20 mit dieser starken Kerze hier. Hier eine Umkehrkerze bis zum SMA 20 zurück, geht wieder in die Long-Richtung. Das heißt, der Pfeil zeigt hier auch in die Long-Richtung. Dass wir hier auch in einer Widerstandszone sind, aus der Historie heraus im Monat, ja, das ist hier, man wird hier auch wahrscheinlich, die Märkte sind ja ungefähr, gehen ja ziemlich in parallel, also wenn man sich wenn man sich die Aktienmärkte anschaut. Und wir haben hier ungefähr das gleiche Bild wie im FDAX. Auf Tagesbasis gibt's nichts zu tun. Auf Wochenbasis sieht man jetzt hier, der Markt ist auch rauf zurück, SMA 20 Punktlandung auch hier, aber die Umkehrkerze war nicht extrem stark. Das heißt, das deutet auch mal daraufhin auch die Folgekerze, dass man jetzt hier doch das Potenzial hat, dass vielleicht der SMA 20 gebrochen wird und in die Short-Richtung hier geht, auf eine Korrektur. Tagesbasis schaut es auch ähnlich aus, dass wir hier oben am äußeren Bollinger Band mehr oder weniger gescheitert sind, dass hier eine starke Kerze in Richtung des SMA 20 gegangen ist, nicht wirklich aufgesessen. Hier zwar eine Umkehrformation, eine Triple-Umkehrformation, Abverkauf, Kerze, die nicht wirklich eine bestimmte Tendenz hat, für sich selbst gesehen zwar schon in die Long-Richtung, aber diese Kerze bestätigt dann mehr oder weniger genau diese Formation. Und legt man diese drei Kerzen übereinander, so hat man hier eine schöne Umkehrkerze in die Long-Richtung. Aber ob sich die dann bewahrheitet, das wird sich noch herausstellen. Diese Formation zeigt im Moment nicht wirklich an, dass der Markt ein starkes Long-Potenzial in dieser Richtung hat. Eben auch aufgrund der übergeordneten Zeiteinheiten, die im Moment nicht sehr stark ausschauen. Aber das schließt sich an die bestehenden anderen Aktienmärkte eigentlich genau an. Okay, schauen wir uns vielleicht noch irgendwas an. Öl sagt nicht wirklich was aus im Moment.
Die Situation im Öl ist auch eher die, dass man hier rauf, zurück, runter, hier auch diese Umkehrkerze, die nicht wirklich stark war, am SMA 20, am SMA 8 gescheitert ist, die hier eher eine Abwärtsbewegung wieder hat. Aber man muss hier bedenken, es kommt hier vom Monat das äußere Bollinger Band daher und hier kann es schon sein, dass der Markt jetzt hier zu drehen beginnt, auch im Monatschart, weil so, wenn ein Bollinger Band in dieser Stärke daherkommt, dann wird es nicht durchgebrochen, sondern der Markt bietet dann ein Potenzial an, in die Richtung, dass vielleicht der Markt hier in dem Bereich wieder zurückgeht. Moment mal, falsches Zeichenobjekt. Hier in diese Richtung bis zum SMA 20 zurückgehen kann, dann wird man sehen, hat man hier ein gutes Umkehrpattern, ist das ein Markt, der also wird aus dieser Kerze oder aus dieser Kerzenformation ein Stairway-Pattern am äußeren Bollinger Band, dann hat es natürlich stärkere Aussagekraft, in die Long-Richtung zu gehen. Ansonsten könnte es hier eine Korrektur geben bis auf die circa 86 und dann wird man sehen, ob der Markt in diese Richtung hier weitergeht. Man muss auch sehen, wir sind hier an einem Cluster, man ist hier auf dem SMA 200 im Monatsbereich und am EMA 130 im Monatsbereich. Das heißt, hier gibt es natürlich Widerstand, hier gehen die Märkte nicht einfach durch, sondern die bleiben dort mal hängen, verweilen dort und wenn diese Levels auch gebrochen sind nach unten, kann der Markt relativ zügig weitergehen oder die bewirken auch ein Drehen des Marktes. Gut, das heißt, auf Monatsbasis wird es hier im Öl, es wird wahrscheinlich nicht weiter fallen, wir können eher mit einer Korrektur rechnen. Man sieht hier auch auf Wochenbasis, wo sich der Markt hier auch gefangen hat. Das heißt, auch hier stehen wir am SMA 200 auf der Woche an und der Markt hat eben genau hier gedreht, auch geht hier rauf, kommt hier runter, ist unentschieden und es wird sich hier herausstellen, wo der Markt jetzt hingehen kann. Das heißt, im Öl haben wir eigentlich eine Situation, die ist relativ undefiniert und da braucht man sich dann auch gar nicht den Tag genauer anschauen, weil es gibt hier keine Möglichkeit oder keinen Sinn, hier etwas zu handeln. Der Markt ist einfach unentschlossen. Man sieht auch hier wieder, wie gut das die SMA 20er Linie hier funktioniert hat, um sich hier ein Bild zu machen. Runter SMA 20, zurück auf dem SMA, also der SMA 20 der Woche haben wir hier, glaube ich, drinnen. Ja, dann zurück auf SMA 8 des Tages. Das heißt, man sieht hier immer wieder, wie diese Werte an diesen Linien pendeln und sich eigentlich dort orientieren. Das ist die wichtigste Erkenntnis im Location Point Trading. Wenn man das verinnerlicht hat, dass man sich auf diese Linien aus den übergeordneten Zeiteinheiten in die untergeordneten Zeiteinheiten relativ gut orientieren kann, wo die Märkte Potenzial haben hinzugehen, beziehungsweise wie sie dort reagieren können und sich daraus ein Bild machen kann, ist das natürlich extrem hilfreich, weil man kann sich immer auf einigen wenigen Kerzen eigentlich das Bild machen, wo sich der Markt drehen könnte, wo ein gutes Potenzial hat, in diese Richtung hinzugehen. Zeige ich Ihnen aber dann noch, wieso das eigentlich sehr, sehr spannend ist. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns ein paar Aktien an. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe ganz einfach die FX Flat Instrumentlisten hier eingeblendet. Wir sind ja mit dem MT5 von FX Flat verbunden auch. Das heißt, hier die Scanner und man sieht hier gibt es ein, zwei Signale, eins auf Monatsbasis, eins auf Wochenbasis. Ich habe hier eine Forex-Liste mit reingenommen. Ich habe hier wiederum eine Forex-Bot mit reingenommen. Habe hier die Futures mit, hier sieht man ein paar Signale. Habe hier die Futures mit reingenommen und habe hier den S&P 500 mit drinnen. Das heißt, hier sieht man, wenn man die normal sortiert, den S&P 500 nach den Symbolen, sieht man vereinzelt Signale drinnen, die halt angezeigt werden. So, um diese Signale auf eine Liste zu bringen, gibt es den Dynamic Scanner. Und im Dynamic Scanner drinnen sieht man ausschließlich Signale. Das heißt, diese Signale, die man hier in den verschiedenen Listen sieht, egal wo sie sind, muss mich hier nicht lange herumsortieren, sondern im Dynamic Scanner sehe ich ganz einfach aus allen diesen Listen, die es hier gibt,
die Signale, die im Moment auftreten. Das heißt, ich tue mir extrem einfach in der Vorbereitung des Marktes. Das Location Point geht auch davon aus, dass man eben sich aus vielen Werten einige wenige sucht und daraus die besten. Da gibt es natürlich auf jeden Fall auch Streuverlust, dass ich vielleicht gute Signale nicht finde, die es vielleicht irgendwo gibt, die vielleicht auch irgendwo eine Relevanz hätten, vielleicht auch im Location Point Trading. Aber das ist eigentlich die Zielrichtung, dass ich sage, okay, ich übersehe zwar das eine oder andere Signal, mir ist es aber egal, weil ich bekomme doch einiges als Signalen geliefert aus einem S&P 500, aus einem Russell 1000, aus einem Nasdaq 100 oder wie auch immer und kann mir hier dann genau diese Signale anschauen. Das heißt, ich muss nicht mehr herumsuchen, lange Zeit, bis ich irgendwo Signale gefunden habe, die vielleicht dann interpretiert werden oder sonst irgendwas, sondern ich halte mich an mein Regelwerk. Ich sage, es ist für mich, das Location Point Signal ist für mich, hat für mich eine Relevanz und ich suche mir jeden Tag genau diese Werte raus. Schau es mal kurz durch, macht ein Signal Sinn oder macht es keinen Sinn? Und wenn man hier drauf sich das zum Beispiel anschaut, Moment mal, suche ich mir gerade, okay, sind mir meine Markierungen verschwunden, weil ich neu gestartet habe. Das ist natürlich jetzt nicht super, aber ja, dann gehen wir eines nach dem anderen durch. So, dieses Signal hier, ist zwar ein Signal, dass man bekommt, dass halt grundsätzlich auf der unteren Zeiteinheit hier reagiert hat, ist aber aus dem Grund nicht relevant, weil man hier im Monatschart schon sieht, dass der Markt eigentlich nach unten wegzieht. Das heißt, wir haben hier eine starke Abwärtskerze, diese Kerze bestätigt das Ganze nach, wir haben relativ einen starken Abwärtsdruck hier und hier ein Long-Signal sich anzuschauen, macht dann nicht wirklich Sinn, außer in bestimmten Fällen. Die Woche schaut ähnlich aus, dass hier der Markt abwärts geht. Wir haben zwar hier ein Long-Signal bekommen, aber die übergeordneten Zeiteinheiten machen keinen Sinn, hier in ein Long-Signal zu denken, weil man ja komplett gegen den Markt arbeitet. Das heißt, dieses Ding ist mal abgehakt hier. Wir haben ein Signal hier, ähnlich zu sehen. Man wäre auch hier in dieses Signal, man hat zwar hier ein Stairway-Signal bekommen, aber der Markt hätte, auch wenn wir hier ein Setup eingegeben hätten, der Markt hätte es nicht ausgeführt. Das heißt, wir haben zwar hier ein Signal am äußeren Bollinger Band, ein sogenanntes Stairway-Pattern. Das heißt, Stairway auch, weil die wie eine Treppe funktionieren. Das heißt, ich habe hier am äußeren Bollinger Band ein Signal, bekomme hier ein Signal, der Markt zieht hier rauf. Man sieht hier auch schon, wenn man sich die anderen anschaut, Signal, der Markt geht. Das Signal, der Markt geht. Hier ein Signal in die Short-Richtung, der Markt fällt. Es kann natürlich auch Fehlsignale geben. Dieses Signal, da wäre man nicht reingekommen, weil die Einstiegspolicy ganz einfach so ist und dass man immer unter der Kerze bzw. über der Kerze hier einsteigt. In unserem Fall wieder dasselbe. Wir haben hier eine Korrektur in die Short-Richtung, hätten hier ein Signal bekommen. Der Markt hat das aber komplett negiert. Vielleicht auch das noch zu zeigen, wo auch diese Umkehr auch gekommen ist. SMA 8, man sieht auch hier, dass der SMA 8 aus der Woche, der hier auch dafür gesorgt hat, dass hier diese Umkehrkerzen gekommen sind. Sie sehen, ein technisches Signal wird hier ermittelt, aber es muss nicht jedes Signal funktionieren. Es gibt genauso Fehlsignale. Was man aber hier sieht, und zwar schauen wir uns das mal an im Monat, wir haben hier auch ein Signal in die Long-Richtung. Das heißt, die Mondelez International hat hier wieder reagiert, äußeres Bollinger Band. Zwei, also eine Umkehrformation in Form von zwei Candles, das heißt, das ist ein Double Bar Retracement. Der Markt zieht hier rauf, kommt zurück an den SMA 20, zieht hier los. Was man hier aber sieht, nicht zu übersehen, man ist im Monat bereits im überhitzten Bereich, man ist climatic, man ist zu weit vom SMA 20 entfernt und dann hat natürlich der Markt wieder ein Potenzial, an den SMA 20 herangeführt zu werden. Wie man auch zum Beispiel hier sieht, Markt kommt kurz raus. Die rote Linie ist ein Durchschnitt aus der Historie, ein Abweichungsdurchschnitt. Kommt zurück,
mehr oder weniger, wieder in den SMA 20 zurück, zieht wieder los, wir sind hier auch wieder überhitzt. Das heißt, im Monat haben wir hier auch wieder Überhitzung und der Markt kommt auch wieder, nähert sich wieder dem als SMA 20 an, oder? Und so sind auch diese, ist auch das zu interpretieren. So, okay, das heißt, hier hat der Markt nicht funktioniert, das Signal hat nicht funktioniert und ist damit abzuhaken. Ich befürchte, das wird uns heute mit mehr, nein, gar nicht mal so, wird uns heute mit mehreren passieren, gar nicht so. Ja, interessanter Markt, das ist die Roper Technologies, schauen wir uns das Monat an. Wiederum hier ein Stairway Pattern hat nicht funktioniert, das zweite hat sehr gut funktioniert. Das kann natürlich jederzeit passieren, es kann nicht jedes Signal funktionieren, wir haben hier aber das Stairway Pattern, das geht in diese Richtung weiter. Hat ein ähnliches Bild wie der S&P 500, wenn man sich das anschaut. Wir haben hier ein Stairway Pattern bekommen, der Markt ist raufgegangen an den SMA 20 und hat hier monatelang gekämpft, um jetzt durchzubrechen. Das heißt, der Markt, wie man sieht, auch dieses Spiel zwischen SMA 20, SMA 8, der Markt doggelt hier, geht dann in diese Richtung durch. Das heißt, hier sind wir durch den SMA 20 durch. Grundsätzlich ist mal ein starkes Zeichen, auch der Markt, der SMA geht in die Seitwärtsrichtung, wir sind hier durch mal. Und auch das Monat im Moment zeigt eher eine Umkehrkerze, das heißt, der Markt ist zurückgekommen. Wenn man sich jetzt den SMA 20 verlängert, wird er ungefähr hier auch irgendwo anstehen und zieht jetzt in die Long-Richtung weiter. Das heißt, hier sind wir eher auf der Long-Richtung unterwegs. Schauen wir uns jetzt die Woche an. Die Woche hat folgendes Aussehen. Auch hier ein Markt geht drauf, kommt runter, SMA 8 geht drauf, kommt runter. Wir haben hier SMA 20, EMA 130. Der Markt zieht wieder zurück. Wir haben hier Location Points. Der Markt zieht eigentlich über diese Kerze hier ein relativ starkes Long-Signal. Wäre man hier eingestiegen, wäre man noch in den Trade drinnen. Natürlich, das ist jetzt auf Wochenbasis, da steigt man vielleicht auch mit Aktien ein. Das heißt, in dem Fall wäre da das Einstiegssignal hier grundsätzlich hätte man das hier, diese Kerze als Einstieg verwenden können, indem man den Einstieg über diese Kerze legt und den Stop knapp darunter. So, im Moment ist man noch drinnen, das heißt, der Markt ist hier rauf, ist hier zurück an SMA 20, wieder zurückgezogen und scheint nun auch in diese Richtung weiterzugehen. Das heißt, auf Wochenbasis schaut das auch eher in die Long-Richtung aus. Nehmen wir die mal raus. So, was sieht man auf Tagesbasis? Auf Tagesbasis sieht man hier eine gute Formation eigentlich. Auch hier der Markt runter, äußeres Bollinger Band drauf, relativ stark in die Seite gegangen. Hier sehen wir wieder ein Stairway Pattern, das sich aus diesen beiden Kerzen hier ergibt, das in die Long-Richtung zieht. Und die heutige Kerze scheint mal in die grüne Richtung zu gehen. Das heißt, grundsätzlich hätte man hier in dieser Formation, oder ich zeige es mal jetzt hier das ist das Stairway Pattern. So, hätte der Einstieg aus diesen Stairway Pattern ungefähr so ausgesehen. Das heißt, hätte man das genommen, sieht man hier, dass sich hier eine Position Größe von 20 ausgegangen wäre, aufgrund dieser Kerze, aufgrund dieses Einstiegssignals. So, jetzt ist aber der Markt bereits weitergegangen. Schauen wir, ob sich da was verändert. Ja, nicht wirklich noch. Schauen wir das an. Ja, okay. Und jetzt sieht man aber auch, dass sich bereits die Anzahl der Aktien auch verringert. Das heißt, wir haben jetzt den Stop weiter weggezogen. Es gehen sich nicht mehr 20 aus, sondern nur mehr 17. Ist jetzt nicht wirklich viel, aber natürlich mit diesem Betrag dann schon. Und das heißt, uns ist eigentlich das Risiko davon gelaufen. Und es macht nicht unbedingt Sinn, jetzt
die sich gegen die Regeln des Location Points Patterns zu stellen und hier diesen Markt, auch wenn der noch so gut ausschaut, sich hier zu sagen, ich möchte unbedingt rein, sondern was man in dem Fall macht im Location Point Trading ist das, dass man hier abwartet, ob es nicht später eine Einstiegsmöglichkeit gibt. Wenn man die übersehen hat, dann legt man sich diesen Wert auf eine Longliste und beobachtet dann die nächsten beiden Tage, ob nicht irgendwo vielleicht der Markt hier doch raufgeht, aber dann wieder zurückkommt, hier eine Umkehrformation baut, vielleicht eine engere, wie die hier ist, und man hier mit einer größeren Positionsanzahl, mit einer größeren Order Size hier reinkommt. Das ist auch eines der Sachen, die man im Location Point Trading anwenden soll. Man soll sich Einstiege suchen, so eng als möglich. Der Trader ZX oder der China Trader rechnet einem ja immer die Ordergröße automatisch aus. Und würde man zum Beispiel jetzt hier wirklich einsteigen können an einer so einer Kerze, dann sieht man, dass man plötzlich aufgrund, hier sind sich 20 Aktien ausgegangen, hier gehen sich plötzlich 40 Aktien um den gleichen Risikobetrag aus. Das heißt, eigentlich später einsteigen mit einer engeren Kerze ist oft sogar von Vorteil, obwohl der Markt hier schon weitergegangen ist. Aber dadurch, dass ich hier eine größere Order-Positionsgröße handeln kann, hat man sogar hier Vorteile, dass man mit einer größeren Positionsgröße reingehen kann und eigentlich dadurch mit dem gleichen Risiko eigentlich eine größere Gewinnmarge erreichen kann. Wenn es dazu kommt natürlich. Also in dem Fall ist der Markt jetzt um eine Kerze davongelaufen. Es macht jetzt nicht wirklich Sinn, hier nochmal einzusteigen. Aber einfach warten, der Markt hat Potenzial in die Long-Richtung zu gehen. Zeigt das Monat, zeigt die Woche. Das heißt, hier auf die Seitenlinie zu legen und schauen, was sich hier ergibt. Schauen wir uns den an. Erkläre ich jetzt nicht zu viel dazu. Schauen wir, was es heute so gibt an Signalen. Die sieht man ja. Vielleicht das auch noch zu erklären. Die dunkelgrünen Signale sind immer die am aktuellen Tag passieren. Die hellgrünen sind ein, zwei Tage alt, kann man sich einstellen, wie weit man zurück diese Signale verfolgen möchte. Schauen wir uns die Charter Communications an. Ich weiß oft gar nicht, mir ist auch ganz egal, welcher Wert das eigentlich ist, weil man schaut sich eigentlich nur die unterschiedlichen Chartformationen an oder Marktformationen, was hier daraus zu generieren ist oder was man hier daraus machen kann. Gleich hier mal, ich schaue mir das Monat an und sehe eigentlich, dass dieser Wert nicht wirklich hundertprozentig interessant ist im Moment. Er funktioniert schön nach den Location Point Regeln. Der Markt ist hier ab runtergefallen, kommt hier tropft hier auf den EMA 130 und geht hier die längste Zeit schon in die Seite. Wir haben hier Signale bekommen, die haben sich nicht bewahrheitet. Wir werden auch nicht wirklich reingekommen oder vielleicht nur ganz knapp hier reingekommen, werden aber auch noch nicht draußen im Markt. Das heißt, grundsätzlich zeigt der Markt hier mal, dass er nach diesem scharfen Dropdown hier sich mal gefangen hat auf dieser Liste. Und er doch irgendwo in die Long-Richtung zeigt oder zumindest zeigt, dass er hier eine Umkehr angehen kann. Man sieht auch hier auf Monatsbasis, wir waren im Climatic-Bereich, nähert sich wieder an, ist nicht wirklich stark. Hätte man hier eine scharfe Umkehr gehabt, würde ich sagen, okay, der Markt will wirklich umdrehen, dadurch, dass er hier eher in die Seite geht. Ist er eigentlich relativ uninteressant, er gibt zwar das eine oder andere Signal, aber er zeigt nicht wirklich Stärke, das kann nur ein Stopp sein, der vielleicht in die Short-Richtung weitergeht. Das heißt, diesen Markt würde ich nie long handeln, da höre ich schon am Monat auf, den zu beobachten, macht einfach keinen Sinn, auch wenn ich hier auf Tagesbasis ein Signal bekomme, das Monat zeigt mir, dass das einfach nicht zu handeln ist. Schauen wir nochmal ein paar Tagessignale an. Auch nicht wirklich das große starke Signal hier jetzt hier auf Monatsbasis auch, wie gesagt, Umkehrformationen.
kämpft hier mit dem SMA 20, könnte hier durchgehen, muss aber über den SMA 20 hin raus und dadurch, dass er so eng am SMA 20 ist, um hier überhaupt dran zu denken, dass man hier etwas handeln sollte. Auch, das heißt, auch wenn wir hier eine gute Umkehrkerze bekommen hätten, hätte man sich überlegen können, dass man die vielleicht handelt. Schauen wir mal, was hier an Linien daherkommt. Nein, ich glaube auf Monatsbasis auch nicht. Nein, es macht absolut keinen Sinn, hier auch etwas zu handeln. Das heißt, es gibt zwar ein Signal, man muss das Signal aber immer anschauen, was sagt die übergeordnete Zeiteinheit dazu. Es wäre zu komplex und zu kompliziert, das muss ich auch dazu sagen, um sich diese Monate und die Wochen mit in dieses Signal mit aufzunehmen. Das würde zu viele Ressourcen auch benötigen in der Rechenleistung. Das heißt, einfach immer anschauen und wenn man das Location Point Package hat und das auch dann mehr oder weniger immer so abgleichen, wie ich das mache. Ja. Könnte zumindest interessant werden für eine Korrektur. Schauen wir uns diesen Wert an. Molson Coors Brewing, Bierbrauer, Monat zeigt uns rauf, runter. Moment. So. Runter, SMA 20 wieder rauf, geht hier kurz durch, ja, rauf, runter, macht hier eine Umkehr. Also die war nicht wirklich hervorzusehen. Diese Kerze schaut irgendwie spannend aus, die schon in die Richtung deutet, in die Long-Richtung zu gehen. Wir haben aber hier Punkt vom SMA 20 eine riesen Kerze nach oben und die hat sich jetzt hier verlängert, dieses Monat. Und was man hier geschafft hat, auch ist aus dieser Seitwärtsphase hier oder aus dieser Moment. Hier aus dem Bereich hier rauszukommen, was natürlich schon eine bestimmte Aussagekraft hat, dass hier relative Hochs gerissen worden sind. Aber wie gesagt, diese Widerstands- und Unterstützungsbereiche, die sind nicht so wirklich wichtig. Ich nehme sie nur mit rein, um auch das Bild nicht zu übersehen. Aber grundsätzlich schaut für mich der Markt hier eher in die Long tendierend aus. Auf Monatsbasis. Obwohl wir jetzt hier auch eine relativ starke Umkehrkerze haben. Aber man sieht hier schon auch auf der Woche, der Markt geht drauf. Wir waren hier auch relativ stark überhitzt. Wir kommen wieder zurück in den Bereich im neutralen Bereich. Das kann natürlich jetzt wieder sich wieder drehen und wieder in diese Richtung weitergehen. Es sagt nicht unbedingt, dass der Markt zurück muss. Er wird sich nur irgendwann mal annähern. Wir haben jetzt hier aber am SMA 8 reagiert der Markt zumindest auf Wochenbasis. Wir haben jetzt hier diese Kerze, das heißt, hier haben wir eigentlich einen Cluster von Location Points. Wir haben hier diese Umkehrkerze, der am SMA 8 der Woche kommt. Waren hier auch sehr climatic auf Tagesbasis. Der Markt ist zurückgegangen. Diese Kerze scheint mir im Moment diese Umkehrformation hier zu bestätigen. Das heißt, hier könnte man versuchen, aber wie gesagt, ich bin mir nicht wirklich sicher, weil hier das doch relativ stark abverkauft worden ist in dieser Kerze. Aber man hat hier zumindest ein Potenzial, dass der Markt sich hier doch eine Korrektur sucht. Zumindest hierauf bis zum SMA 20 und dann könnte es sein, dass er hier in die Short-Richtung weitergeht. Wenn, dann könnte das hier ein kurzer Swing werden für ein paar Tage, den man sich mal gönnen kann. Aber wie gesagt, einsteigen immer in diese Richtung, dass man das so spielt, dass hier der Einstieg ist und gleich darunter der Stopp. Und zwar aus dem Grund, das erste Target würde auch so um den SMA 20 liegen hier. Das zweite Target so ungefähr dann am äußeren Bollinger Band.
wenn das, der Stopp ist auch deswegen so eng gewählt ist, wenn das Signal nicht funktioniert, dann ist man weg. Es hat dann keinen Sinn zu warten, ob das vielleicht irgendwo später bestätigt wird. Und das macht es auch so interessant im Location Point Trading ist, dass man hier ganz klar weiß, wo ist der Einstieg, wo ist der Ausstieg. Und wenn ich hier den Einstieg habe, dann weiß ich auch, wo der Ausstieg liegt. Und ich bin genau für eine Kerze im Markt. Jetzt versuche ich mal also für eine Kerze im Markt oder zumindest die Ausdehnung einer Kerze im Markt, falls der Markt wirklich daneben geht, falls dieses Signal sich nicht hier bewahrheitet. Okay, ich glaube, Herr Kempinger, diese Frage habe ich beantwortet. Wenn du ein Signal auf Monat oder auf Woche bekommst, setzt du das Signal auf Tag um. Also das heißt, Woche und Monat geben mir die Richtung, das große Bild vor. Und das Signal muss ich dann auf Tag bekommen, damit man es umsetzen kann. Das heißt, wenn die übergeordneten Zeiteinheiten passen, dann kann ich mir überlegen, ob ein Signal in der untergeordneten Zeiteinheit gehandelt werden kann. Ich hoffe, ich konnte die Frage beantworten. Ja? Gut, okay. Schauen wir uns ein Signal an, das auch die sind alle irgendwo an den Limits jetzt im Moment. Silber habe ich mir vorhin angesehen. Das könnte spannend werden. Silber könnte im Moment spannend werden. Bin mir aber nicht sicher. Ja, in diese Richtung. Wir sehen hier, wo stehen wir im Silber? Silber ist für mich deswegen spannend, und zwar aus dem Grund auch. Es gibt eine Verknappung des physischen Silbers im Moment. Das beobachte ich schon seit längerer Zeit. Man sieht hier, wie sich das Silber entwickelt hat über die Zeit hinweg. Das heißt, wir haben hier ein Chart. Und zwar ist das mehr oder weniger die Verfügbarkeit des physischen Silbers auf der COMEX. Also was ist wirklich nicht in Papiersilber, sondern in physischen Silber vorhanden. Und was man hier relativ gut sieht, ist, dass das Silber sich bis ins Jahr 2021 bis auf knapp 150 Millionen Unzen Silber eingependelt hat. Das heißt, es ist ja physisches Silber aufgebaut worden. Es ist mehr physisches Silber vorhanden gewesen, als gekauft worden ist. Dort hat sich aber das Blatt geändert und wir sind jetzt hier mehr oder weniger relativ rasant, ist das physische Silber auf der COMEX mehr oder weniger aufgekauft worden. Und wir befinden uns jetzt, und zwar ist das noch, ich habe jetzt kein aktuelleres Chart gefunden. Wir befinden uns jetzt hier ungefähr auf 33 Millionen Unzen Silber. Physisch verfügbar. Das heißt, das hat sich drastisch reduziert. Und wie man hier auch zum Beispiel sieht, dass sich hier bestimmte Länder, wie zum Beispiel auch China, extrem eindecken mit physischem Silber, im Jahr 2022 zum Beispiel, oder? Das heißt, es gibt hier extremen Kaufdrang nach physischem Silber. Hat natürlich auch einiges zu sagen und kann hier aber auch, wenn natürlich das physische Silber knapp wird, dann kann es natürlich sein, dass irgendwann nicht mehr das Papiersilber den Preis bestimmt, sondern das physische Silber. Und wenn man sich den Markt hier anschaut, er ist zwar zäh. Schauen wir es uns auf Monatsbasis an. So befinden wir uns jetzt hier eher nicht wirklich in der Seitwärtsphase, aber man eher kurz in der Abwärtsphase. Oder? Aber man muss natürlich wissen, dass das Silber
natürlich papiergetrieben ist. Das heißt, hier kann man natürlich den Silberpreis über das Papiersilber relativ stark bestimmen. Wenn aber das physische Silber wirklich eng wird und fast nichts mehr vorhanden ist, dann könnte es sein, dass das physische Silber mal die Preisgestaltung übernimmt. Aber auf jeden Fall ist das ein guter Punkt jetzt auch, dass man mit dem Silber hat hier korrigiert, hat hier am SMA 20 oder am SMA 200, EMA 130, hat hier mehr oder weniger gedreht. Wir sind jetzt hier in einer kurzen Short-Phase. Es könnte aber sein, dass es hier um SMA 20 sich wieder dreht und dass man hier zu diesem Zeitpunkt eine Umkehrformation irgendwo sieht. Das wäre natürlich spannend. Wenn das hier passiert, dann hat man gute Chancen, dass der Markt doch in die Long-Richtung weitergeht. Schaut man sich denn das Silber jetzt auf Wochenbasis an, so sieht man auch Markt rauf, runter, rauf, wirklich nicht wirklich irgendwo an den SMA 20 hier hängen geblieben, hier auch durchgegangen. Und hier sieht man aber, dass der Markt zumindest mal am SMA 20 stehen geblieben ist in dem Bereich. Das heißt, hier, wenn sich hier eine Umkehrkerze bildet, die haben wir zwar jetzt im Moment nicht, aber wenn sich diese Woche, deutet sich nicht wirklich an, aber wenn der Markt hier in die Long-Richtung geht, dann könnten wir von einem sogenannten Trampolin-Pattern sprechen, der uns in diese Richtung weiterbringen könnte, sage ich mal. Das heißt, hier warte ich beim Silber, schauen wir uns, was der Tag gebracht hat, und der Tag wir haben jetzt hier ein Long-Signal bekommen am EMA 130. Kämpft mit dem SMA 8 hier, dass er durchgeht. Man sieht auch hier SMA 8, man sieht auch hier SMA 8, das heißt, der Markt kämpft hier. Man hat hier aber eine Chance, dass der Markt doch hier dreht. Schauen wir uns mal Woche und Monat an. Wir sind jetzt hier am Wochen-SMA 20, der hier kommt. Wenn der hier natürlich gebrochen wird, dann würde das mehr oder weniger bestätigen, dass der Markt hier vielleicht dreht. Das war genau das, was ich vorhin zeigen wollte auch, dass man hier jetzt die Chance hat, dass der Markt in die Long-Richtung hier weitergehen könnte. Ist natürlich, würde man hier einsteigen. Klar, Silber hat natürlich einen bestimmten Preis, oder? Den muss man sich auch leisten können. Aber natürlich in CFDs kann man hier schon in diese Richtung sich halt etwas anschauen. Wie gesagt, alles, was ich hier auch mache, auch nochmal Disclaimer, ist kein Ratschlag, das zu handeln, sondern ist ganz einfach wie man den Markt analysiert im Location Point Pattern, ist keine Handelsaufforderung, sondern nur eine zum Schulungszwecke, um Location Point Patterns auch zu verstehen, wie man sie anwenden kann. Aber grundsätzlich wäre das jetzt hier ein valides Szenario noch, wo man einsteigen könnte und vielleicht sich an eine Long-Position langsam herantastet mit einer kleineren Menge von Kontrakten, von CFDs, wie auch immer, und hier sich anschauen könnte, ob sich der Markt hier wirklich in die Long-Position weiterentwickelt. Chancen hat er. Ob es wirklich funktioniert, das sei dann dahingestellt. So, ich schaue jetzt mal auf die Uhr. Sieht man noch etwas? Einen letzten Markt? Nein, der hat sich auch verflüssigt und erübrigt hier. Ja, war nicht wirklich die spannendste Situation mit dem Markt, wo man hier Signale ohne Ende findet, ist aber natürlich so. Das heißt, das schaut man sich ja jeden Tag an und man orientiert sich jeden Tag an den Märkten,
wie man jetzt hier damit umgehen kann. Und was heute nicht ist, kann vielleicht in einem Monat anders ausschauen. Wichtig ist es einfach zu verstehen, wie man diese Linien miteinander verknüpfen kann, um sich hier ein Bild daraus zu machen und um hier auch wirklich dann, wenn es dann wirklich passt, auch die guten Signale zu finden. Und das ist genau Sinn und Zweck dieser Methode bzw. dieses Webinars, dass man grundsätzlich mal sieht, wie man sich annähern kann an die Märkte, um sich dann die richtige Entscheidung auch zu suchen. Was ich immer wieder hervorheben möchte, und ich suche mir jetzt irgendein Signal aus, was es wirklich bedeutet, auch auf dieses, auf das Order Sizing, auf die Ordergrößenberechnung auch wirklich Acht zu geben, was das wirklich bedeuten kann, weil dort liegt nämlich eine große Wahrheit begraben. Schauen wir es mal an. Vielleicht finde ich irgendwo ein Signal, wo ich das gut erklären könnte. SYK, ja. Einen Moment, ich muss noch das Richtige suchen, das Richtige finden. Ja, okay, machen wir es an diesem Beispiel. Wir haben hier zwei Umkehrkerzen. Der Preis ist zwar relativ hoch. So, ja, gut. Schauen wir uns das an. So, gut. Aber ich glaube, das habe ich vorhin schon gezeigt. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber nur nochmal zur Verdeutlichung. Wir haben hier grundsätzlich dieses Chart. Und wir haben hier eine Umkehrkerze bekommen. An dieser Stelle. Das heißt, wir haben jetzt hier den Einstieg auf 299,17 und haben hier den Ausstieg auf 291,10. Es gehen sich hier 40 Aktien aus. Und nehmen wir mal an, wir haben hier die Situation, dass wir die Orders auf Target Orders auf 320 und auf 340 legen könnten. So. Das wäre jetzt eine Situation, wo man sieht, man geht zwar ein bestimmtes Risiko ein, mit 300, ungefähr 300 US-Dollar ist das Risiko eingestellt. Das heißt, das kann natürlich ein bisschen variieren, ein bisschen, sobald die Zahl hier rot ist, hat man sein eingestelltes Risiko überspannt. Ich habe hier 300 Dollar Risiko eingestellt. Das heißt, ich würde hier 336 Dollar riskieren, bekomme hier 40 Aktien dafür, würde am ersten Target bei 320 416 US-Dollar rausbekommen und würde am zweiten Target 825 Dollar rausbekommen, wenn der Markt hier aufgeht. Das heißt, zusammen um die 1200 US-Dollar mit einem Risiko von 336 US-Dollar. So recht schön und gut. Jetzt finde ich aber später die andere Kerze, die jetzt hier ihr Low hat. Und es gehen sich sofort nicht mehr nur mehr 40 aus, wie hier, sondern es gehen sich 60 Aktien aus. Mit einem Risiko von 274 US-Dollar. Oder ein bisschen mehr, 291. Das heißt, man sieht, es pendelt sich natürlich aufgrund der Rundungsdifferenzen immer, ist man ungefähr um die 300 US-Dollar Risiko. Jetzt legen wir den wo waren wir? Auf 340, glaube ich, oben und auf 320 mit den Targets. Und jetzt haben wir mit dem gleichen Risiko, mit dem exakt oder sogar mit weniger Risiko, haben wir hier die Möglichkeit, plötzlich mit derselben Distanz, und das sind nur ein paar Ticks Unterschied hier, von dem Stop zu dem Stop, plötzlich bekomme ich um 20 Aktien mehr oder um x Aktien mehr und habe jetzt hier die Möglichkeit, das Gewinnpotenzial um einiges zu erhöhen. Nur durch diese Möglichkeit, dass ich jetzt hier ein anderes Einstiegsszenario habe, wie mit, und zwar auf diese kleinere Kerze hier begrenzt. Das heißt, hier macht es natürlich Sinn und das kann man sich natürlich auch dann wenn man später einsteigt, und man später eine engere Kerze findet, wo man einsteigen kann, kann das sogar zum Vorteil sein, als der frühere Einstieg an dieser Kerze hier. Da soll man sich auch bewusst sein, dass man nur das mal auch gesehen hat,
was es auch bedeutet, enge Einstiege zu finden und die dann auch zu handeln. Hat man andere Trading-Methoden, wie zum Beispiel ein Markttechnik-Trading, wo man auf die 1, 2, 3 losgeht, dann müsste man mehr oder weniger das hier, dieses Szenario, falls es hier wirklich die Umkehr ist, müsste man so handeln und man würde nur mehr 11 Aktien bekommen und man müsste, weiß ich, wohin handeln, um irgendwo nur einen kleineren Betrag irgendwo raus zu bekommen. Das heißt, würde man hier auf 320, geht ja gar nicht mehr, aber man sieht hier schon, dass man eigentlich durch diese weite Differenz von Einstieg und Stopp nur ein kleines Risiko, eine kleine Ordergröße sich leisten kann und dann natürlich extrem lange auch braucht, bis man dann irgendwann auf 390 oben ist. Zuvor mit diesen engen Einstiegen der Location Point Signale schafft man es natürlich aber auch innerhalb kürzerer Zeit mit kleineren Bewegungen dann aber auch sehr gute Profite auch rauszuholen und der Markt muss jetzt hier nicht drauf auf 390, wo er zum Schluss nie hinkommt, sondern muss hin auf 320 und 340 vielleicht, um hier einen guten Profit einzufahren. Das ist auch eine Sache, das muss man sich natürlich immer vor Augen halten. Haben Trends irgendeine Relevanz? Kommt eine Frage, haben Trends eine Relevanz für das Trading? Natürlich. Wenn ein Markt in einem Trend ist, dann zeigt er ja in eine bestimmte Richtung. Das heißt, den Trend sieht man natürlich aus den übergeordneten Zeiteinheiten, wo der Markt gerade hintrendiert. Das ist, der Trend zeigt im Moment in eine bestimmte Richtung, den kann ich mir aus der übergeordneten Zeiteinheit holen. Wenn der Markt natürlich auf Monatsbasis hier auch schon Trends aufgebaut hat, schöne 1, 2, 3 sind, wirklich auch nach oben zeigt. Natürlich, das hat immer die bestätigende Wirkung, wenn der Trend in die gleiche Richtung zeigt wie mein Signal in der unteren Zeiteinheit, dann ist der natürlich wichtig. Das heißt, alles, was an Markttechnik und sonst irgendwo existiert, hat absolut seine Berechtigung. Soll man sich unbedingt mit aufnehmen. Nur das Location Point Trading geht halt in eine gezielte Richtung vor, wo man dann wirklich aufgrund hier sieht man auch, der Markt dreht hier, baut hier einen Trend in die Long-Richtung auf. Natürlich hat das eine Relevanz auch, dass man sagt, grundsätzlich geht der Markt in die Long-Richtung und deswegen suche ich mir auch Signale, die eher in die Long-Richtung zeigen. Denn dann stelle ich mich nicht gegen den Markt, sondern bin immer mit dem Markt. Ja, okay, gut. Ich glaube, ich bin durch für heute. Wird ja in einem circa einem Monat wieder ein Event, einen gemeinsamen Event geben, wo es vielleicht das eine oder andere spannende Signal auch gibt. Aber wie gesagt, ich bin gerne eben dafür da, dass man hier einfach diesen Ansatz des Tradings versteht und den auch dann mehr oder weniger ausüben kann. Es dauert immer eine Zeit, um ihn wirklich total zu durchblicken, aber wenn man das wirklich beobachtet und auf diese Signale, die man bekommt, beziehungsweise auf die Signale der übergeordneten Zeiteinheiten, auf die Vorkommnisse nach Location Point in den übergeordneten und untergeordneten Zeiteinheiten sich achtet, dann hat man eigentlich ein relativ gutes Bild, wo die Märkte hingehen können. Das ist eigentlich immer eines der schwierigsten Dinge. Wo geht der Markt hin? Wo habe ich die besseren Chancen? Auf welcher Seite? Long, short oder geht der Markt über in die Seite und ich lasse das lieber bleiben, bevor ich mir irgendwo die Finger verbrenne. Gut. Nelson, ich bin durch für heute. Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank, lieber Gilbert. Und natürlich werden wir die Aufzeichnung so schnell wie möglich online bringen, sodass Sie das Ganze dann auch nacharbeiten können. Vielen lieben Dank an alle, die heute live dabei waren. Oder auch an die, die sich jetzt die Aufzeichnung anschauen. Vielen Dank für das Interesse. Ich wünsche eine erfolgreiche Woche. Einen schönen Abend, lieber Gilbert, und natürlich an die Teilnehmer. Ich freue mich dann auf das nächste Mal. Und bis dahin, passen Sie auf Ihre Trades auf und bleiben Sie gesund. Ciao, ciao. Ja, vielen Dank auch dir, Nelson, für die Abmoderation. Auch an Sie nochmal recht herzlichen Dank für die Geduld, für die Aufmerksamkeit. Und ja, wir sehen uns in Kürze. Vielen Dank, schönen Abend noch an alle.